Schiffe. Schiffe ohne Loch. Gestrandet und doch so unbedeutend. Unbedeutend, doch mit Schrift versehen. Schrift. Welch Mittel der Kommunikation. Und bevor das jetzt so komisch wird und ich irgendwelche komischen Gedichte inklusive Prosa, Jambus, Reimform aufsag, heiße ich euch recht herzlich willkommen zurück bei unserem atmosphärischen, naja, man kann es kaum noch Let's Play nennen, es ist eher so ein Let's Watch, weil ich drücke nur die WASD-Taste und so ein Kram. Es ist ein filmisch erlebbares Spiel, es ist Dear Esther. Wir haben in der letzten Folge versucht, hier irgendwie das Schiff zu erkunden, haben dabei nicht wirklich was auf die Kette bekommen. Ich hatte Nierensteine und du besuchtest mich im Krankenhaus. Genau. Nach der Operation, als ich immer noch zur Hälfte in die Narkose versunken war, verschwammen deine Silhouette und deine Stimme. Nun sind meine Steine zu einer Insel geworden und sind entkommen. Und du wurdest undurchsichtig gemacht durch den Wagen eines Betrunkenen. Jemand ist gestorben. Es ist entweder Esther, was irgendwie vermutlich ist, weil das ganze Spiel irgendwie an Esther gerichtet ist. Es ist ja so eine Art Brief. Dear Esther wäre ja eine Briefanrede und wir können ja auch wieder entweder nach unten oder nach oben gehen. Machen wir mal nach oben. Und Esther oder die andere Person, ich gehe von aus, es ist Esther, reden wir einfach mal von Esther, ist gestorben bei einem Autounfall von einem Betrunkenen. Und der Erzähler hatte Nierensteine. Das ist auch eine super Information. So, ach, guck mal einer an. Nö, Moment. Wo eine Grube ist, möchte ich auch hineinfallen, damit ich daraus lernen kann. Das sind mal wieder weise Reden, die ich gerade eben schwinge. Aber wenn ich hier schon sowas angeboten sehe, dann gucke ich mir das doch zumindest mal kurz an. Sprich, mein lieber Erzähler, sprich. Was für ein Leichenhaus liegt am Fuß dieses Abgrunds? Wie viele tote Hirten könnten dieses Loch füllen? Ich weiß es nicht, aber ich habe ja die Funktion, hier schnell zu speichern. Und weil ich so cool bin... Komm zurück. Ja gut, da bin ich den Weg wohl plötzlich irgendwie von selbst teleportiert worden, aber es scheint wohl nicht viel zu bringen, sich in dieses Loch zu schmeißen. Aber da oben befindet sich ein Haus und ich glaube, das war auch ein Screenshot, den man ziemlich oft von dir, Esther, gesehen hat. Hier diese Sonnenuntergangssituation auch unglaublich malerisch gemacht. Schauen wir mal, ob wir da irgendjemanden antreffen. Vielleicht so eine alte, schrullige Omi. Weil das macht mich schon ein bisschen stutzig, dass hier einfach nichts bewohnt ist. Nichts ist bewohnt. Ich habe mit dem Erklimmen am grünen Abhang auf der Westseite begonnen. Ich habe aus dem Schacht tief in den Berg hineingeschaut und gesehen, dass ich nach oben gehen und dann einen Weg nach unten finden muss. Ich werde die letzten Überbleibsel meiner Zivilisation in den Steinmauern verstecken und mich von dort nach unten begeben. Ich werde von der Antenne und dem Klippenrand angezogen. Dort erwartet mich eine Art von Wiedergeburt. Und singende Mönche aus dem Nirgendwo inklusive Klavierspieler erwarten dich dort wohl auch. Also, das hier sind hier die letzten Reste der Zivilisation, die damals auf dieser Insel stattgefunden haben. Ich glaube, das ist das zweite Kapitel, in dem wir uns aktuell befinden, weil danach werden wohl die Höhlen kommen und durch die Höhlen kommen wir dann zu dem Funkturm und der wird uns eine Art... Oder sind wir Esther und folgen diesem Typen, der den Brief an uns geschrieben hat? Hä, nein, das wäre auch unlogisch. Schwierig bisher zu interpretieren, ja, schwierig ist es auch Deutsch zu sprechen, das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt. Naja, ich bin ja gespannt, was eure Meinung bisher dazu ist. Wer sind wir eigentlich? Wer schreibt uns? Und wer ist bei dem Autounfall gestorben? Also natürlich können dazu die Leute mitraten, die Hütte wurde ursprünglich Anfang des 18. Jahrhunderts errichtet. Um die Zeit wurde das Schafehüten zu einem Beruf formalisiert. Der erste gewöhnliche Hirte war ein Mann namens Jacobson, aus einer Abstammung wandernder Skandinavier. Er war unter Festlandbewohnern nicht als ein Mann der Fortpflanzung angesehen. Er kam hier jeden Sommer her, während er die Hütte baute, letztlich in der Hoffnung, dass er sich als Mann mit Eigentum eine Frau und damit eine Erblinie sichern würde. Donnelly verzeichnet, dass es nicht geklappt hat. Er fing eine Krankheit von seinen unzufriedenen Ziegen ein und starb 2 Jahre, nachdem er sie vollendet hatte. Für ihn schnitt ebenfalls niemand weiße Linien in die Klippe. Was wollte ich gerade eben erzählen? Also, von dem Ziegenhirten hier lassen wir mal einfach ab. Vielleicht treffen wir auch gleich noch Heidi, aber es können natürlich gerade nur Leute mitinterpretieren und mitraten, die das Spiel selbst noch nicht gesehen haben. Alles andere wäre unfair. Ich bitte euch natürlich auch nicht zu spoilern. Und was ich gerade eben interessant finde, jegliche Anzeichen von Zivilisation sind ausgelöscht bisher. Also wir treffen keine Menschen, kein Nichts, aber trotz allem
leuchtet der Funkturm. Das heißt, irgendjemand oder zumindest Strom muss sich noch dort befinden und somit wäre das auch das eindeutigste Anzeichen auf Zivilisation. Und hier hat wieder jemand mit Farbe was an die Wand gepinselt. Ist das eine Art Salamander oder eine Kuh oder... Ich sehe alles Mögliche darin, ganz ehrlich. Den Ottifanten vielleicht. Ja! Ottifanten! Ach, Otto. Als die Petroleumlampen ausgingen, nahm ich keine Taschenlampe, sondern benutzte das Mondlicht, um weiterzulesen. Sobald ich die letzten Sinnschnipsel eingesogen habe, werde ich Donnellys Buch von den Klippen aus hinunterwerfen. Und vielleicht mich ebenfalls. Vielleicht wird es in den Höhlen angespült und aus dem Brunnen ausbrechen, wenn der Regen kommt, seine Rückkehr zu der Höhle des Einsiedlers machend. Vermutlich wird es auf den Tisch zurückkommen, wenn ich erwache. Ich denke, ich habe es mehrere Male zuvor in das Meer geworfen. Nein, 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 ich glaube, wir sind doch Esther. Und Donnelly ist gestorben durch den Autounfall, weil... Er redet ja von einem Buch, das er von ihm bekommen hat und wieso sollte er uns in der dritten Person ansprechen? Das wäre ein bisschen unlogisch. Und das war also der letzte Platz, auf dem die Person, die uns das gerade eben alles erzählt, gelebt hat. Es würde mich ja tierisch interessieren, hier die Koffer ein bisschen zu öffnen. Und ey, das ist jedes Mal aufs Neue creepy, wenn hier irgendwelche Geräusche sind. Mann, 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 Mann. Uah. Warum erschrecke ich eigentlich? Die Atmosphäre ist eigentlich gar nicht gruselig. Es ist eher... Naja, es ist komisch. Es ist bedrückend und angenehm und heimlich und unheimlich zugleich. Und ich glaube, da geht's in die Höhle, in die wir rein sollen. Da müssen wir aber so einen komischen Außenweg nehmen. Oder wir müssen einfach mal hier runter. Ich latsche jetzt einfach hier runter, mal gucken, wohin mein Weg mich führt. Wäre auch ein toller neuer Schlager-Hit, oder? Der geht aus der YouTube-Spatzen mit, mal gucken, wo mein Weg mich hinführt. Ich könnte natürlich auch nochmal einen weiteren Sprung von der Klippe wagen. Aber das wäre wohl eher kontraproduktiv. Oder ist das hier vielleicht ein anderer Weg, den ich gerade eben wieder begehe, der eigentlich unsinnig ist? Ich würde ja wirklich tierisch interessieren, wie das jetzt gerade eben in einem Paralleluniversum verläuft, wo Kedos auch Let's Player ist, allerdings, also ich rede von mir in der dritten Person, kennt er ja, allerdings andere Wege im Spiel gewählt hat. Und wo wir hier genau landen, ist ebenso fraglich, weil das in ist ein... In einer Fußnote kommentiert der Herausgeber, dass Donnelly ab dem Punkt verrückt wurde, als die Syphilis durch seinen Organismus preschte wie ein betrunkener Fahrer. Ihm ist nicht zu trauen. Viele seiner Behauptungen sind unbegründet. Und obwohl er tatsächlich ein farbenreiches Bild erzählt, ist vieles, was er sagt, durch sein Fieber aufgekommen. Aber ich bin hier gewesen und ich weiß, wie Donnelly auch, dass dieser Ort immer halb eingebildet ist. Selbst die Felsen und Höhlen werden schimmern und eintrüben, mit den richtigen Augen gesehen. Meint er mit diesem Ort diese Insel? Also, wir sind uns ja bestimmt alle einig, dass die Insel irgendwas an sich hat, was nicht ganz von dieser Welt zu stammen scheint. Aber ist sie wirklich eingebildet? Wir fanden Jacobson im Vorfrühling. Das Tauwetter hatte gerade begonnen. Auch wenn er fast 7 Monate tot gewesen war, war sein Körper bis zu den Nerven eingefroren und hatte noch nicht einmal begonnen zu verwesen. Seine Fingernägel waren roh und zerbissen, bis zu dem empfindlichen Fleisch unter ihnen. Sie fanden das phosphoreszierende Moos, das in den Höhlen tief unter den Nägeln wächst. Was auch immer er unter der Insel getan hatte, als seine Kraft erschöpft war, ist verloren. Er mühte sich wieder den halben Weg des Klippenpfades nach oben ab, vielleicht in einem Delirium. Vermutlich versuchte er, das Feuer in der Hütte zu erreichen, bevor er sich zu einem Stein einrollte und starb. Ich dachte gerade eben da hinten, dass irgendwie der Schatten des Steins sah so ein bisschen aus wie so ein Körper, dass man hier die Leiche, von der gerade eben erzählt wurde, dieser Jacobson, der erste richtige Ziegenhirte auf dieser Insel, dass der da irgendwie noch rumliegt, das wäre ein bisschen creepy gewesen, aber... Alter, wie viele Schiffe sind hier eigentlich kaputt gegangen? Das soll mal einer irgendwie verstehen. Also meine Theorie mit dem Bermuda-Dreieck, das kommt mir irgendwie gar nicht mal so unschlüssig vor inzwischen. Weil es ist unglaublich mystisch, die ganze Insel. Es hat nur wenige Bewohner, irgendeinen mysteriösen Funkturm und massig kaputte Schiffe. Und naja, im Bermuda-Dreieck oder allgemein bei solchen mysteriösen Inseln, da gehen die Schiffe nun mal kaputt, weil sie da stranden oder irgendwie nicht an den Klippen gescheit vorbeikommen oder die Inseln nicht eingezeichnet sind und irgendjemand mit 500 Sachen, was ein Schiff beim eigentlich nicht draufkriegt. Zu den Höhlen rutschte ich aus und fiel und verletzte mein Bein. Ich denke, der Oberschenkelknochen ist gebrochen. Er ist eindeutig infiziert. Die Haut entzündete sich zu einem hellen, vollen Pink. Der Schmerz bricht in Wellen über mir zusammen. Wintergezeiten gegen meine Küstenlinie. Den Schmerz meiner Steine überdröhnen. Ich rang um eine Rückkehr zur Hütte, um mich zu erholen. Aber mir war klar, dass da nur eine Möglichkeit war, wie es wahrscheinlich enden würde. Die Medikamente, die ich aus dem Fischdampfer plünderte, erhielten auf einmal ihren Zweck.
Sie werden mich luzide halten für meinen letzten Aufstieg. Was genau sollte diese verdammt creepige Musik gerade eben? Also ich habe der Hälfte des Dialogs gar nicht lauschen können, weil ich dachte, dass gleich irgendwas auf mich... Mann, ey. Mein lieber Klabautermann aber auch. Und dann sieht diese Höhle ja auch noch aus wie so eines dieser typischen Amnesia-Fleischdinger, die an der Wand rumbaumeln, obwohl das eigentlich hier nur Stein ist. Trotzdem, das war gerade eben auf sehr unangenehme Weise... Warum brennt da Licht? Wer hat da eine Kerze angezündet? Und vor allem brennt eine Kerze nicht so lang. Mir wird die Sache immer unangenehmer, meine Freunde. Mir wird sie wirklich immer unangenehmer. Ich glaube, das ist auch das Ziel, einfach Verwirrung zu schaffen in dem Spiel hier. Es soll vielleicht gar nicht darum gehen, es soll darum gehen, teilweise eine angenehme Atmosphäre zu erzeugen, aber teilweise wahrscheinlich auch wirklich den Spieler ein bisschen aus der Fassung zu bringen. Und wir müssen eindeutig irgendwie runterrutschen oder runterspringen. Diesmal kein Komm zurück, aber ein Ladebalken. Der übrigens wirklich unglaublich ansprechend mit diesen paar Punkten gestaltet ist. Kompliment an den Grafiker, der dieses Meisterwerk vollbracht hat. Das finde ich wirklich bombastisch. Aber naja, was will man beim Spiel von dir, Esther, auch was für einen aufwendigen Ladebalken dazwischen hauen? Solange diese komische Musik nicht mehr gespielt wird, bin ich vollkommen zufrieden. Habe ich absolut kein Problem mit. Dunkelheit. Atmen. Von hier aus, dieses letzte Mal, habe ich verstanden, dass es nun kein Zurück mehr gibt. Die Taschenlampe vergeht wie meine Entschlossenheit. Ich kann das Singen der Meereskreaturen hören, aus den Passagen über mir. Und sie versprechen die Rückkehr der Möwen. Wow! Also das sieht ja mal bombastisch aus, mal ganz im Ernst. Ist das meine Taschenlampe, die hier runtergefallen ist? Lass die Geräusche doch einfach mal bitte weg, ey. Ich frag mich gerade eben schon wieder, bin das vielleicht doch ich, der das erzählt? Weil, naja, es ist eigentlich diese Aktion, wie zum Beispiel das Buch lesen und dann wegtun oder sowas, das haben ja nicht wir gemacht. Das waren ja nicht wir, das wurde ja von dem Typen erzählt, aber das waren ja nicht wir. Es ist komisch, vielleicht sind wir auch mehrere Persönlichkeiten gleichzeitig, aber was ich sagen muss, diese Höhle ist grafisch wundervollst gestaltet. Würde ich auf AD stellen, meine Freunde, und wir haben natürlich auch einfach mal kein Gesicht. Hier spiegelt sich wirklich einfach alles drin, aber wir haben kein Gesicht. Nein. Ich weiß nicht, was die hier gemacht haben. Also 120 FPS habe ich in der Höhle hier gerade eben. Das ist extrem gut programmiert, das Spiel. Also Kompliment, das wird bestimmt auch auf deutlich schlechteren Rechnern noch halbwegs flüssig laufen. Für diejenigen, die sich vielleicht Angst um ihre Hardware machen, dass das da irgendwie nicht funktionieren würde. Ich glaube, da kann ich fast Entwarnung nehmen. Und jetzt ist die Musik wieder wunderschön, genau das meine ich. Und die Beleuchtung auch an sich, Mann. Ich habe selten sowas Eindrucksvolles in einem Spiel gesehen. Was aber auch daran liegt, dass ich mich einfach von Actionsequenzen nicht so beeindrucken lasse wie von solch malerischer Gestaltung. Bin gerade ehrlich gesagt schon... Bin beeindruckt. Ist das ein Herz? Da ist keine andere Richtung, keine andere Ausfahrt auf dieser Autobahn. An dieser Kreuzung vorbeifahrend sah ich dich am Straßenrand wartend. Ein solches letztes Getränk in deinen erzitterten Händen. Irgendein Schaltplan? Das sah kurz aus wie ein Herz. Das ist, glaube ich, nicht wirklich ein Herz, aber... Interpretieren wir einfach mal irgendwas Romantisches rein. Es kann ja nicht schaden. Ich bin wirklich fasziniert hier gerade eben von allem. Also klar, es gibt bestimmt Leute, die sich jetzt wieder denken, wie kann man sowas bitte schön unglaublich ansprechend finden? Crysis 85 sieht tausendmal besser aus. Also, nichts gegen Crysis, das ist noch eine der besten Shootereien. Sieht es natürlich auch, aber ich finde das einfach... Ich find's schön, auch die Spiegelung hier, das erinnert wirklich an eine... Einfach eine richtig schöne malerische Höhle. Hat was... Geheimnisvolles, Mystisches. Und wie nennt man... Die Dinger, die von oben runtergehen? Na? Stalaktiten? Oder Titen? Weil ihr wisst... Ach komm, bevor ich hier noch in irgendwelche Flachwitze abdrifte, beende ich diese Folge von Dear Esther. In der nächsten werden wir uns aus diesen Höhlen wieder rausbegeben. Ich hoffe, sie dauern noch ein bisschen an, weil ich sie wirklich wunderschön finde. Unter diesem malerischen Anblick, entlasse ich euch für den heutigen Tag. Bis zum nächsten Mal.
wir lassen mal die komischen Interpretationen, die sich hier in höheren Sphären bewegen. Ich fange schon wirklich an, hier richtig spirituell zu werden, ne? Und ich springe mal kurz ins kalte Nass. Einfach so aus Spaß an der Freude. Und da unten ist... Boah, ich dachte schon, das wäre irgend so ein komisches Muschelfieh hier.